Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Hier und jetzt das nächste Mod-Test-Video zu einem europäischen Kirchenpaket von LMG-Mods zu finden auf deren eigenen Website. Der Link dorthin, wie gewohnt, unter diesem Video in der Videobeschreibung. Die Mod ist ca. 126 MB groß und inbegriffen sind 18 kleinere und mittlere Kirchen aus dem europäischen Raum, darunter aber auch noch eine aus Köln und eine aus Dresden. Und ich weiß nicht, ich habe nicht gesehen, dass diese Mod schon mal irgendwo auf YouTube vorgestellt, repräsentiert wurde. Von daher habe ich mich jetzt einfach mal gewagt, das zu tun, denn tatsächlich, Kirchen kann man nie genug haben. Neben Siris Kirchenpaket und Mannis Kirchenpaket, jetzt noch dieses Kirchenpaket, finde ich schon ganz nice. Und es gibt übrigens sonst noch weitere Kirchenmods. Aber irgendwie ist irgendwo immer noch was Zusätzliches Brauchbares drin. Von daher vielen lieben Dank in Richtung LMG für diese coole Mod. Ich weiß gar nicht, wie lange die überhaupt schon existent ist. Und wenn ihr euch die Mod zieht, ja, zeigt euch gerne, in welcher Art und Weise auch immer, erkenntlich. Ich glaube, Daumen und Kommi, geht es auf deren Website überhaupt? Müsste ich mal gucken. In dem Sinne, viel Spaß mit diesem kleinen Video. Ja, und ihr habt ja gerade schon gesehen, ich habe ja einfach mal eine von diesen Kirchen hingeflackt, mitten reingebaut. Wir sind hier übrigens noch auf der Map der dritten Staffel im schönen Kassel, genau, beim Train Gamer zu Hause. Und ja, die schaut schon mal so aus. Aber jetzt hier lange rumzueiern, bringt wahrscheinlich nichts. Ich stelle die mal einfach nebeneinander irgendwo ins Nirgendwo. Suche mir mal eine große Freifläche und dann gucken wir uns die mal kurz in Ruhe an bei einem soliden Überflug. Zu finden ist die Mod übrigens, das wäre sicherlich auch noch wichtig, hier unter diesem Icon European Churches. Und wenn ihr darauf klickt, dann habt ihr die Magdeburger oder die Johanneskirche aus Magdeburg, die Hövelszenner Kapelle, wo auch immer die herkommt, die Kapelle Wolpadingen, die Marienkirche Leipzig, All Saints Church Köln, okay, Timmelfahrtskirche Dresden. Und der Rest ist dann nicht deutsch, da erspare ich mir die Aussprache zu eurem Gunsten und stelle sie einfach mal fix hier hin. Also ihr seht schon, ein unheimlich großes Kirchenpaket, Wahnsinn! Das ist schon echt viel. Also da könnt ihr ordentlich Kirchen verbauen in den Städten und eure Sims entsprechend einen Glauben zuordnen. Und ja, wenn wir nochmal auf die Mod schauen, die Dinger sind alle skalierbar. Das ist immer was sehr, sehr Wichtiges. Ihr kennt es, finde ich sehr cool. Und ihr könnt das Ganze noch mit Workers und Clients entsprechend ausstatten, sodass hier auch tatsächliche Wuselei stattfindet. Terrain an oder aus, sei es drum. Und wir überfliegen die ganze Geschichte nochmal kurz. So, dann nochmal im schnellen Überflug für euch die Darstellung. Ja, die Texturen sind teilweise wahrscheinlich etwas grob. Für mich aber trotzdem völlig ausreichend. Und ja, das jetzt hier einfach auf grünem Grund ist natürlich nichts Imponierendes an sich, aber damit kann man unheimlich schöne Sachen anstellen, unheimlich schöne Sachen bauen. Für den Schönbauer ja schon auch wieder fast eine Must-Have, wenn er denn große Städte auf jeden Fall mit auf die Beine stellt oder auch wirklich kleine verträumte Gemeinden auf die Beine stellen will. Why not, ja. Schönes Paket. Das soll es denn auch schon gewesen sein. Wie gesagt, wenn ihr euch die Mod zieht, zeigt euch wie auch immer gerne erkenntlich. Und natürlich gilt auch wie immer, wenn noch nicht geschehen, lasst gerne ein Abo hier auf diesem kleinen Kanal. Ebenfalls freue ich mich natürlich auf eure Likes und Kommentare. Ich sage, ich hoffe, ihr seid gesund. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Reinschalten. Macht's gut. Ciao, ciao. Baba, der Checo. Servus.